Und ich glaube, ich werde Katzen direkt verteilen an Halloween. Herzlich willkommen meinem Spirit-Ball! Welcome to a new video! Das war der falsche Anfang. Wir machen es nochmal neu. Okay. Servus zusammen, Rashko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier heute am Montag, hier heute im Quiz der Woche. Und heute geht es um den Halloween-Profi, denn meine Damen und Herren, nächste Woche ist ja Halloween und nächste Woche laufen wieder alle Kinder durch die Gegend und fragen mich, ob ich irgendwelche Süßigkeiten für sie habe. Meistens schmeißt die Kinder dann um und lacht rennend weg. Das ist ziemlich lustig, ich mache mir da mal einen großen Spaß draus. Bevor ich jetzt irgendwelche Geschichten erzähle, fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Was feiert man an Halloween? Den Süßigkeitenabend, die Nacht der Geister oder die Nacht vor Allerheiligen? Das ist eine gute Frage und wenn ich jetzt ein guter Christ wäre, wüsste ich auch, wann Allerheiligen ist. Und ich kann mich erinnern, dass Allerheiligen immer November ist. Und ich sage jetzt einfach mal, dass die Nacht vor Allerheiligen ist. Ich weiß auch, dass es die Nacht der Geister ist, dass man Halloween macht, um die Geister zu verjagen. Kann ich zwei anklicken? Nö. Wofür braucht man an Halloween Kleister? Um Kürbisse festzukleben, um ihn den Rübengeistern auf den Kopf zu leeren. Kleister kommt in einem Spruch der Kinder vor. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Kleister an die Wände scheiße. Ich glaube, der Spruch geht anders. Um die frechen Kinder festzukleben. Natürlich, um die frechen Kinder festzukleben. Wir haben eine von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben 863 Server. Du musst noch ein bisschen üben. Wieso ist der Test jetzt rum? Mama! So, Kinders, mir ist das noch nie aufgefallen beim Quiz der Woche, aber es gibt eine Remaining Time von 5 Minuten. Das heißt, ich habe hier nur 5 Minuten Zeit, um dieses Quiz zu lösen, so wie es aussieht. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann wird es einfach beendet. Das heißt, was hatten wir hier? Die Nacht der Allerheiligen. Hier hatten wir, um freche Kinder festzukleben. Was bezeichnet man in Amerika als Jack-O-Lantern? Mohrrüben, die Kürbisse? Natürlich die Kürbisse. Jack ist St. Martin auf Englisch. Wahrscheinlich ist Jack St. Martin auf Englisch, oder? Winter im hohen Norden. AIDA Selection. Mehr erfahren. No. Warum schneidet man Fratzen in die Kürbisse? Um Kinder zu vertreiben, um die Geschäftsleute zu ärgern, um die Geister zu vertreiben. Da ich ja eben schon freche Kinder festgeklebt habe, werde ich jetzt auch die Kinder vertreiben wollen. In welcher Farbe gibt es keinen Kürbis? Gelb, rot, lila, orange, grün. Also grün, gelb, rot, orange auf jeden Fall, aber lila denke ich nicht. Aus welchen Farben mischt man orange? Oh Gott, Kunstunterricht. Dritte Klasse. Die Konvergenzfarben. Nee, wie hießen die? Contentfarben? Impotentfarben? Ich weiß es leider nicht mehr. Lila und gelb, schwarz und gelb? Nö. Blau und grün? Nö. Rot und gelb. Rot und gelb. Rot und gelb. Die Kinder erbetteln an Halloween Süßigkeiten. Was gibt es nicht als Süßigkeiten? Mohrenköpfe, Katzendreck, weiße Mäuse, Gummifledermäuse und Leberwurstelefanten. Ich habe noch nie von irgendjemandem an Halloween Leberwurstelefanten, aber boah, so Katzendreck. Also ich habe eine Katze, wer es nicht weiß, Kater Karlchen. Einfach mal auf Instagram vorbeischauen und der Link dazu in der Videobeschreibung. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit hier zu labern, sonst wird die Seite wieder refreshed. In Instagram sind Bilder von meinem Kater Karlchen. Und ich glaube, ich werde Katzen direkt verteilen an Halloween. Am 1. November ist Allerheiligen. Wow, die spoilern im Quiz die erste Frage. Das ist wow. Wow. Was machen Christen an Allerheiligen? Christbaum aufstellen, Gräberbesuch, Ostereier suchen. Ich glaube, die Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. An welchem Tag ist Halloween? Am 31. Januar, 31. Oktober natürlich, meine Damen und Herren. Und die letzte Frage. Was bedeutet Trick or Treat? Süßigkeiten oder Tapetenkleister, Süßigkeiten oder Streich. Wir wollen Süßigkeiten. Trick or Treat heißt Tricks oder Streiche oder sowas. Ich glaube, es ist das zweite. Sie haben 7 von 10 Antworten richtig beantwortet. Yay, Spitze, du bist ganz nah am Halloween-Experte. Just do it! Dann schauen wir doch mal. Also die erste Antwort war richtig. Hallo, hallo. Die erste Antwort war richtig. Die zweite war falsch. Man klebt mit Kleister keine Kinder fest an Halloween. Das habe ich jetzt gelernt.
Man soll damit, ja, Kleist bekommt einfach nur im Spruch der Kinder vor. Ist mir zu langweilig, ich werde trotzdem Kinder festkleben. So, das dritte war auch richtig, da hatte ich was falsch. Warum schneidet man Fratzen in die Kürbisse? Leider nicht, um Kinder zu vertreiben, sondern um die Geister zu vertreiben. Richtig. 1, 2, 3. Wow, hier habe ich noch was falsch. Achso, ihre Antwort war richtig. Oha. What? Was gibt es nicht als Süßigkeit? Katzendreck gibt's wohl als Süßigkeit? Da hat mir das Spiel was gespoilert. Wahrscheinlich gibt's Katzendreck, oder? Karlchen, wir haben eine Mission. Peace, Kameraden, und herzlich willkommen zur Endcard von diesem Video. Ich freue mich, dass ihr dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wenn es Verbesserungsvorschläge geben wird. Ich habe dieses Video am Montag aufgenommen, heute ist Freitag, denn ich hatte ein Audioproblem und habe es heute endlich geschafft, dieses scheiß Audioproblem zu lösen. Bin gerade richtig gut drauf, dass es endlich geklappt hat. Am Montag soll dieses Video kommen. Ich bin richtig stolz drauf, dass es doch noch vor Halloween gekommen ist. Ich wünsche euch ein wunderbares Halloween-Fest, wenn ihr dieses Video heute seht. Ansonsten könnt ihr mir gerne hier auf Rashcore Instagram folgen. Ich habe hier wunderbare neue Bilder hochgeladen. Ganz viele sexy... Oh, zum Beispiel ein sexy Bild hier von Karlchen. Lade ich jetzt auch fast wieder jeden Tag einfach ein Bild durch. Einfach mal auf Instagram vorbeischauen, Rashcore eingeben und ein Abo dalassen. Ansonsten haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und wartet. Jetzt kommt noch der Joke of the Day, den habe ich eben noch gefunden. Und der Joke of the Day von heute ist von Valentin Wollmer. Und er hat geschrieben, was ist rot und sitzt in der Ecke? Ein Baby mit Rasierklingen. Ja, das ist richtig lustig. Wenn ihr einen besseren Joke of the Day kennt, dann schreibt ihn einfach unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.